Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Scrap Mechanic. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin euer Xauk und nicht ganz gesund heute. Aber nichtsdestotrotz mache ich für euch heute Aufnahmen für die ganze Woche leider. Leider ist eigentlich falsch ausgedrückt, aber eigentlich ist es nicht schlecht, wenn man krank ist, am PC ein bisschen was zu machen. Das ist gute Ablenkung und ich hoffe, es ist für euch okay, dass ich nicht ganz gesund Aufnahmen mache und vielleicht dann klangbildlich vielleicht nicht so perfekt klinge und vielleicht auch mal hier und da mal rumschniefe oder huste. Mich hat es am Wochenende irgendwie total zerlegt und deswegen kam auch kein Stream am Freitag leider und auch am Wochenende generell nichts. Und ja, genau. So, aber kommen wir zu dieser wunderschönen Kreation. Und zwar hat der liebe Justin Crush die Kreation überarbeitet. Wir haben die ja am Freitag, glaube ich, haben wir die vorgestellt gehabt. Und ja, wir haben ihm ein paar Sachen gesagt und ja, er hat schnell gehandelt, würde ich sagen. Und es ist krass. Es ist echt krass. Es hat sich ganz schön verändert. Also ich finde das wunderbar. Und ich bin mega gespannt, was uns erwarten wird. Also ich bin echt begeistert. Also so schnell hat jemand noch nie eine überarbeitete Version eingeschickt. Also das ist wirklich, wirklich toll. Und sieht echt super aus. Also hier auch mit dem Hügel, das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Unten hat er dann so gut die Druckluft. Also der Thruster, der da so und dann muss das ja irgendwo hin. Hat er das hier so rechts und links so einen Kanal gemacht. Super geil. Schön. Coole Idee. So, schauen wir mal rein. Okay, ja, total basic, oder? Super cool, da kann man sich hier hinsetzen oder so. Oder? So. Ja, man sieht nicht alles, aber wie würden wir machen? Ich weiß nicht, wie rum es andersrum wird. Oder was? Wie heißt die jetzt? Falcon oder so? Falcon, Erde. Wir sind startbereit. Super cool. Okay, also es ist ganz sorry, ne? Meine Nase ist auch komplett zu und ich bin richtig, richtig, richtig krass erkältet. Also ich hatte auch leichtes Fieber und war richtig platt oder bin eigentlich immer noch total platt. Also wirklich sorry. So, oh, er hat diesmal dran gedacht, er hat überall Knöpfe gemacht. Super cool. Diesmal sieht man auch die Technik. Okay, sehr geil. Oh. Habe ich das falsch gemacht? Naja, ist ja egal. So, dann jetzt nach oben. Super geil auch hier mit der Querverstrebung. Sehr schön, er hat an alles gedacht. Super cool. Ach so, das sind die Türen, oder? Ah, cool. Cool. Und das ist für hoch und runter. Und das war der Knopf für die andere Seite. Ja, super nice. So, und er hat auch noch einen Sitz reingemacht. Wie geil. Letztens hat einer gesagt, bei der Falcon, da ist kein Sitz drin. Das ist ja nur eine unbemannte Rakete. Hat er recht? Ich glaube, die Falcon ist wirklich nicht besetzt. Sondern es ist eigentlich nur so ein, wie nennt man das? Ja, um zum Beispiel eine Satellit oder sowas hochzubringen. Oder Ressourcen. Aber ganz genau weiß ich es nicht. Aber ich glaube, er hat recht. Es ist eine unbemannte eigentlich. Aber gut. Ich glaube, wir müssen unten noch lösen, oder? Das irgendwo löst. Ah, hier. Okay. Das haben wir vergessen. Boing. Hör, warte mal. Aber das ist nicht miteinander verbunden, oder? Nee. Aber das ist ja cool. Der bleibt da richtig schön in Fugen. Aha, aha. Hat aber jemand gelernt, hä? So, holen wir mal Aufzug runter. So, ich habe auch Tee, ganz viel leckeren Tee. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe oben die Tür offen gelassen. Xarok. Ich muss zugeben, ich bin heute nicht so gut drauf. So. Aber für mich ist das einfach Beruhigung und ich kann mich am besten erholen, wenn ich ein bisschen zocke. Ist einfach so. So, okay, drücken wir mal den Knopf, damit soll wohl die Tür zugehen und dann startet er wahrscheinlich.
Oder? Ah, nee, warte. Per W wahrscheinlich. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Passiert nichts. Okay. Was haben wir falsch gemacht? Und da unten ist ein Knopf. Da ist ein Knopf zum Starten. Ja, dann drücken wir halt den. Tschüss! Ha! Wenn er abgeht! Boah! Ah, die Rampe geht dann auch hoch. Ah, cool. Das habe ich jetzt gar nicht. Habe ich gar nicht richtig gesehen. Ah, das ist ja geil. Die klappt hoch. Wenn, was muss passieren, damit die hochklappt? Ah, hier ist ein Sensor. Ah, das ist ja cool. Und dann, wenn er abhebt, zack, geht. Wow, das ist cool. Das ist wirklich cool. Das hat er gut gemacht. Warte mal, stellen wir das nochmal und schauen uns das nochmal an. Oh, sorry, echt, das ist Wahnsinn. Ja. Okay, also wir machen die jetzt ab. Alles hier. Dann geht das hier so. Können wir das mit dem Sitz verbinden? Schauen wir mal, dass wir das mit dem Sitz verbinden. Ah. War meine Birne im Weg wahrscheinlich. So. Okay. Sitzen, Tür zu und go! Boah, das ist geil. Boah, der hat Kraft, ey. Wahnsinn. Schnell wieder zu. Oh. Da sitzt die andere. Hallo, Servus, Max. Wir geht's da drüber? Ja, also, wir sind hier im Weltall, wie soll's mir da gehen? Da hat er recht. Okay, wollen wir mal gucken, wie gerade die Rakete geflogen ist? Wir fliegen jetzt wieder nach unten. Da können wir jetzt feststellen, wie perfekt gerade sie geflogen ist. Schauen wir mal, ob sie sich ein bisschen versetzt hat oder so. Ich bin gespannt. Oh! Okay. Ganz leicht, aber nur ganz wenig. Ja, das ist die Plattform, ne? Bisschen nach da und bisschen nach da. Aber das ist wirklich nicht viel. Whee! Whee! Oh, das wäre krass, gell, wenn man das Ding hier so zum Schweben bringen könnte, ne? Echt. Boah. Diese Kräfte da entstehen. Enorm. Enorm! Ab in den Weltall! Schwalibah! Hui! Und tschüss! Auf Nimmerwiedersehen! Na gut. Ja, wirklich, sehr schönes Update. Hast du echt gut gemacht, muss man dir lassen. Ist dir gelungen. Definitiv. Ich glaube, da bleibt nichts zu wünschen übrig. Nö, wirklich nicht. Ja, dann liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt immer noch eine Bewertung da lassen. Also wir hatten, ich weiß gar nicht mal, wie die letzte Bewertung war. Ich glaube, wir haben 4, war das 4 oder 3 plus? Ich glaube, gute 3 plus war es gewesen. Also jetzt würde ich dem Ganzen eine 5 plus geben, auf jeden Fall. Also das ist jetzt wirklich sehr gut geworden. Ja, auch mit dem Hochklappen, der Aufzug funktioniert super. Also das ist wirklich toll, auch mit dem Hügel hier, das ist richtig schön, daran hätte ich gar nicht gedacht, also das hätte ich total weggelassen. Also das, damit hast du mich jetzt wirklich überrascht. Schnell raus hier. Nee, wirklich cool, hast du super gut gemacht, gefällt mir. Auch hier mit dem Häuschen hier vorne, so ein kleines, muss ja nicht groß sein, nur so ein bisschen was. Das finde ich schön, toll. Ja, genau, also wie gesagt, eine 5 plus. Würde ich dem jetzt schon geben. So. Okay. Na dann. Ich bin jetzt Nasenschneuzen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, Like da lassen.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und noch viel weiter.